Freunde, heute ist es endlich soweit. Wir werden zu Iron Man in Fortnite. Ich bin Iron Man. Und zwar dürfen wir heute nur seine mythische Ausrüstung benutzen und müssen versuchen, damit den epischen Sieg zu holen. Wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, dann benutzt doch gerne meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop. Okay, Leute. Ultimative Iron Man Challenge in Fortnite. Und ich garantiere euch, dieses Video gucken wir uns wahrscheinlich in Jahren nochmal an, weil Fortnite einfach so gekocht hat. Sobald wir gleich die Rüstung anhaben, wird sich das Ganze nicht mehr wie Fortnite anfühlen. Oh Gott, hier kommt noch einer mit runter. Ich zeige euch jetzt mal direkt die geheime Location, und zwar wo ihr Iron Man selber findet. Denn bei ihm könnt ihr direkt die neuen Waffen kaufen. Das wird der Dude wahrscheinlich auch machen wollen. Schaffst du aber nicht, denn ich bin auch Iron Man. Hier sind sie. Oh, kommst du runter? Gib auf. Ansonsten wirst du sterben. Knie nieder, Junge. Sieh, was er machen soll. Es fängt ja schon so gut an. Komm, ich lass dich leben. Aber du gehst nicht an die Kiste dran. Hast du verstanden? Das ist meine Kiste. Geht von meiner Kiste weg. Ich will das komplette Set haben. Hoffentlich sind jetzt noch die Schuhe hier drin. Dann haben wir es geschafft. Okay, es sind die Handschuhe. Guck mal, wie er klauen wollte. Komm, ich geb dir. Komm, ich geb dir. Hier. Hier. Ey, was macht der Typ? Er hat Iron Man geplättet. Ey. Ihr seid auf meiner Seite, oder? Du gehst jetzt nicht auf mich drauf. Ich habe dir die Fähigkeiten dahingelegt. Mach keinen 31er-Move. Oh mein Gott, die haben Iron Man gekillt, glaube ich. Warum schießt du jetzt auf mich? Hä? Du willst es anscheinend schon wissen. Das ist voll der 31er. Gehört der nicht zu dir? Was ist das einer? Wer ist der Typ? Okay, der gehört zu dem. Jetzt weißt du, wo dein Platz ist, Junge. Ich glaube, die wollen mich trotzdem ausschalten. Ich glaube, das sind miese 31er. Mein größtes Problem ist aktuell, ich habe auf jeden Fall noch nicht die Schuhe. Weil die Schuhe brauche ich gleich zum Rumfliegen. Aber egal, da kommen wir gleich noch hin. Die haben Iron Man gar nicht gekillt. Hä? Ich glaube, ich lasse sie leben. Zumindest vor dem Moment. Ich habe jetzt Angst, hier nachzufragen. Ist das ein Job für Iron Man? Ja, ist ein Job für Iron Man. Komm, hier. Mach kein Auge jetzt. Und schieß jetzt nicht weiter auf mich. Ich werde wiederkommen. Und wir werden gegeneinander kämpfen. Das Krasse ist, der Typ ist Dr. Doom. Maya, geht trotzdem auf mich drauf. Du schießt doch auf mich, du Ekliger. Ich wusste, einem Doom kann man nicht trauen. Und so ist es leider auch. Oh mein Gott, wie viele sind hier? Okay, hier geht's richtig ab. Ich werde Dr. Doom jetzt jagen. Es hilft nichts. Dr. Doom muss die Karte verlassen. Du nicht, aber der andere. Ich glaube, der geht sogar auf den drauf. Ich glaube, der hasst den. Das ist bestimmt random Dudes oder so. Hör doch auf mich drauf zu gehen. Hexenmama. Er muss sterben. Es geht nicht anders. Tut mir leid, Mann. Er musste sterben. Er war ein 31er. Oder Iron Man, du siehst das Ganze doch auch so. Du kannst ihn wiederholen, aber du solltest das lieber sein lassen. Ey, was passiert hier bitte direkt am Anfang? Wartet mal, habe ich nicht drei Leute ausgeschaltet? Irgendwas Komisches geht hier ab. Naja, egal. Wir gehen jetzt zu den anderen Outposts und dann würde ich sagen, dass wir uns direkt die anderen Sachen noch holen. Oh, du bist ja hier genug. Okay, hat sich erledigt. Oh Gott, das ist so cool. Wir können hier ganz normal mit diesem Repulsor abfeuern. Das habe ich völlig vergessen zu erzählen. Oder wir können den Unibeam machen. Witzigerweise kann man sogar von diesem Set, habt ihr ja gerade gesehen, mehr als eins tragen. Macht aber irgendwie absolut keinen Sinn. Weil wir haben denselben Cooldown. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon wieder. Das heißt, wir müssen zur nächsten Station. Ich weiß gar nicht, wie viele es im Spiel gibt. Ich glaube, 3 oder 4 Stück. Und das Gute ist, im Verlauf der Runde werden da auf jeden Fall die Boxen noch runterkommen. Die Frage ist nur, bekommst du Iron Man oder am Ende War Machine? Werfen wir mal weg, das brauchen wir gar nicht. Komm, wir riften. Charlie Bonani. Sicher mit die neuen Kräfte. Da unten ist bestimmt auch schon geplündert. Aber egal, ich gucke trotzdem einmal nach. Ansonsten fahren wir mit dem Auto direkt rüber. Da vorne ist auch nochmal ein Fight. Es wird wahrscheinlich relativ schwer werden, weil die Fähigkeiten gar nicht so krass sind. Aber sie spielen sich halt unfassbar gut. Ja, die haben die Sachen mitgenommen, war klar. Ich gehe davon aus, irgendeiner kann hier schon fliegen. Da ist sogar einer gestorben. Aber er hat auch die Fähigkeiten dabei. Ja, wir klauen uns erstmal das hier weg. Und dann warten wir. Kann der fliegen? Bitte nicht. Ich will fliegen. Das Geile ist, du kannst so Auto zielen auf ihn. Oh, oh. Daneben geschossen. Boah, es zockt schon viel ab. Es zockt schon viel ab. Es ist schon ziemlich geil. Ich nehme alles zurück. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir nehmen mal ganz kurz das von War Machine mit. Es ist schon unfassbar cool. Holy moly.
Ich glaube, da kommt gleich was. Die Stark Industry-Dinger kommen. Oh mein Gott. Das erste ist aber doch hier vorne runtergegangen. No, da komme ich doch gerade her. Oh Gott. Egal, wir können jetzt schon zum kompletten Iron Man werden. 700 Meter Entfernung. Ich habe übrigens meine Iron Man Version ein bisschen abgegradet. Ich bin ein bisschen enttäuscht von den neuen Skins. Ich werde euch gleich auch verraten, warum das Ganze so ist. Die OG-Version ist definitiv besser. Boah, die werden da bestimmt noch abchillen. Ich sag's dir. Wenn jetzt gleich Dr. Doom meine Fähigkeiten hat, ich werde ausrasten. Dann werde ich hier wirklich den Server auseinandernehmen. Aber es ist echt 10 vor 10 geil. Schreibt mal eure Meinung zum Iron Man Update in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe gestern schon ein paar Kommentare gelesen, die haben gesagt, das ist das Beste, was Fortnite jemals passiert ist. Und ich weiß nicht, ob er so Unrecht damit hat. Ist hier noch irgendwo einer? Ah nein, die sind hier. Ist auch irgendwo einer, der kann schon fliegen. No! Ihr habt meine Sachen, es ist Dr. Doom. Oh Gott. Das ist dein Ernst, Dr. Doomy? Du willst wirklich die Fähigkeiten haben? Okay, der ist tot. Den haben wir schon mal ausgeschaltet. Aber irgendeiner hat meine Sachen dabei. Er hat die Schuhe. Also die Stiefel meine ich. Oh mein Gott, es geht los. Ladies and Gentlemen. In wenigen Sekunden, wenn die nicht weiter auf mich schießen, können wir hier Giga explodieren. Holy moly, wir haben endlich die zweite Fähigkeit dabei. Das Problem ist, hier sind sehr viele Gegner gerade unterwegs. Wer hätte gedacht, dass der Typ genau der Typ ist, der wieder alles am Start hat. Ich sortiere mich noch ein bisschen. Dann gucken wir mal, was wird. Was willst du hier von mir, hä? Zeit für ein Unibeam. Oh Gott, ich treffe aber nicht. Da wurde sogar noch einer wiederbelebt. Oh, hier ist so viel Chimichanga gerade. Alter Schwede. So, der ist auch schon mal weg vom Fenster. Hier, ihr seht es ja. Ich kann von einem von diesen Dingern mehr mitnehmen, aber wozu? Kann ja nicht kaputt gehen. Es wird Zeit für den Strahl. Zumindest jetzt in 3, 2, 1. Feuer. 90er Hit. Und eine Runde fliegen. Oh Gott, meine Attacke startet nicht. Egal. Hallo? Ich kann gar nichts einsetzen. Okay, es geht wieder. Ey, ich bin Iron Man in Ausbildung. Ich kann leider nichts dafür. Ich bin auch absoluter Anfänger. Wir werden gleich zusammen fliegen. Übrigens, das werde ich jetzt wegwerfen. Das brauchen wir nicht mehr. Strahlattacke. Oh Gott, ich treffe mich. Ah, willst du dich zubauen, ne? Ich kann dich zubauen. Und jetzt? Was ist dein Ziel, mein Freund? Es ist Captain Jones. Wieso bist du ein 31er geworden? Erzähl doch mal, hä? Geh mal ganz kurz in die Luft. Von hier oben kann ich halt noch viel besser den Strahl gleich einsetzen. Es ist so krank, ne? Fortnite, was hast du gemacht? Es ist zu krank. Zeit für eine kleine Attacke. Gewöhn mich noch dran. Ich gewöhne mich noch dran. Oh, oh, hier kommt was. Oh, oh. Wow, wo kommst du denn her? Okay, wir haben gerade ein leichtes Problem. Also kann er das so oft einsetzen? Ich will wegfliegen. Ich will wegfliegen. Ich will wegfliegen. Oh Gott, ich bin so low. Ich bin so low. Ich bin so low. Was passiert hier gerade? Sie haben sehr geistkrank auf mich abgesehen. Geh mal ganz kurz runter. Ein bisschen durchheilen. Boah, ich wäre fast weg gewesen. Fast in der Lobby. Jetzt irgendeiner gigamäßig auf mich abgesehen. Ah, er schießt doch schon wieder. Bock, ne? Auf den armen Iron Man hier drauf zu gehen alleine. Ihr wollt es ja richtig wissen. Egal, ich bin wieder full. Das tut dir auf jeden Fall mehr weh als mir. Und das auch. Ich treffe halt nicht. Schwer einzusetzen. Ist noch irgendeiner mit Medaillon? Vielleicht ist er das auch. Ich weiß nicht genau. Du kannst mir nicht entkommen. Iron Man wird dich finden, du kleiner Schnulli. Komm schon. Ach, der ist down. Er hat doch einen Medaillon dabei. Ich leg mir das einfach. Warum? Weil Iron Man das Ganze kann. Deswegen. Was ein bisschen schade ist, das wäre aber auch zu overpowered. Ihr könnt halt im Modus von Iron Man, wenn er am Fliegen ist, nicht den normalen Repulsor einsetzen. Macht aber auch ein bisschen Sinn. Es wäre zu geisteskrank overpowered. Das Einzige, was ich jetzt einsetzen kann, ist Rammen oder den Unibeam.
Aber selbst das ist schon geisteskrank overpowered. Guck dir das mal an. Kurze Ram-Attacke. Der ist genockt. Oh, er ist so krass. Alter Schwede, ist das heftig. Was willst du von mir? Mach ich wieder Cooldown auf alle Sachen. Er ist auch down. Ich bin so begeistert. Das macht so unglaublich viel Spaß. Ich liebe Iron Man über alles. Wer hätte jemals gedacht, dass der Typ der coolste ever sein würde? Vor allem mit diesen Sachen hier im Spiel ist das Ganze noch viel cooler als damals mit Spider-Man. Diese ganzen Grafiken. Jarvis, open the mask. Open mask! Jarvis, wo sind die restlichen Gegner? Wir müssen denken wie Iron Man. Irgendeiner wird jetzt auch in der Runde das komplette Set haben vom guten War Machine. Ihr seht ja, die ganzen Boxen sind jetzt mittlerweile gelandet. Okay, ist die normale Insel. Das wäre, glaube ich, auch sonst voll heftig geworden. Aber wir gehen langsam runter. Ich habe nichts mehr. Stürzen wir eigentlich ab? Alter, ist das cool gemacht. Er macht die Iron Man Pose. Oh, das ist so cool. Es ist viel zu cool. 20 Leute noch am Leben und ich komme gar nicht klar. Ich bin mich noch komplett am Sortieren hier. Ich glaube, das heilt sogar meine Erkältung hier gerade komplett weg. In 3 Sekunden können wir wieder starten. Da vorne ist noch einer. Haben wir sogar aufgedeckt. Jarvis, deck die Karte auf. Wird Zeit für die Strahlenattacke. Noch einen kleinen Rambock. Und dann habe ich noch was anderes für dich. Oh, da ist noch einer. Könnte der das auch dabei haben? Guck mal, wie du dich versteckst, du kleiner süßer Spatz. Kann er nicht überall bauen? Da ist noch einer. Boah, das zockt so viel ab. Es sind zwar nur mal 30, aber ich glaube, das Ding wird auf jeden Fall genervt werden. Es ist zu crazy. Guck dir das an, ich treffe trotzdem. Der ist in der Luft genockt worden. Wo ist der andere? Lol, er will ihn wiederholen. Hä? War denn eure Taktik? Habt ihr gedacht, Iron Man würde vergeben oder was? Und vergessen? Nö, nö, nö. Das ist kein weiterer in der Nähe. Dann können wir mal ein bisschen durchtanken. Und ich kann euch erzählen, warum ich diesen Iron Man nicht ganz so geil finde wie den anderen. Was zum einen daran liegt, wir können uns nicht in Tony Stark verwandeln. Okay, kannst du drüber hinwegsehen. Es gibt kein Emote. Was ich aber viel, viel schlimmer finde, ist, es gibt auch keinen Gleiter. Das heißt, ihr müsst den Gleiter von anderen Sachen benutzen, wie zum Beispiel von der Iron Spider. Das Gute ist, was uns ein bisschen Hoffnung gibt, Fortnite hat letztens ein Update rausgebracht. Und zwar könnt ihr jetzt, wenn ihr der neue Dr. Doom seid, den Gleiter vom alten Doom benutzen. Und ich hoffe, dass das irgendwann im Verlauf auch mit Iron Man passieren wird. Weil dann wird es doch wieder 10 von 10. Ich will direkt in die nächste Runde rein und wieder mit Iron Man spielen. Diese Kräfte sind zu geisteskrank. Fortnite hat komplett übertrieben. Okay, Top 10. Wir gehen wieder in die Luft. Kommen wir so hoch, dass wir auf die Insel fliegen können? Easy, funktioniert. Alter, ist das geil. Boah, ich bin doch gigamäßig hoch. Yo, okay, übertreib mal nicht, Fortnite. Dagegen sind diese Icarus-Wings gar nichts. Und da vorne ist nochmal irgendwo einer. Zeit, euch auszuschalten. Mein Gott, den habe ich direkt fertig gemacht. Eine kurze Landung nach unten. Nochmal ein bisschen 60er-Hits. Ihr kleinen Ganoven. Ich hoffe, dass der Endgegner am Ende dann doch irgendwie wieder Dr. Doom ist. Er hat doch keine Chance gegen diese ganzen geilen Fähigkeiten hier. Charlie, du musst mir helfen. Irgendjemand will mich fertig machen hier. Oh, da vorne ist er. Das mit dem Aufdecken ist schon ziemlich praktisch, dass ich das mitgenommen habe. Jarvis, open the mask. Er hat die Sachen auch dabei. Let's go. Oh. Entschuldigung. Wolltest du es auch getestet haben? Hey, der war War Machine und Iron Man. Tut mir leid, dann kannst du es vielleicht in der nächsten Runde noch testen. Ich zeig's dir einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar brauchst du nur die Stiefel und dann kannst du schon fliegen. Wir können so hoch gehen. Man kann aber auch so anhalten und dann einfach so auf der Strecke bleiben. Es ist zu cool. Was ich übrigens vergessen habe zu machen die ganze Zeit, man kann auch ausweichen. Boah, ist so cool. Meine Stimme war sogar weg. Junge, Junge, Junge. Ich komme mir wirklich vor, als wäre das hier so ein Iron Man-Spiel. Hab was für dich. Wie gefällt dir das Ganze? Ich komme nach unten. Boom. Gib auf, du Bösewicht. Hier war, glaube ich, sogar noch irgendwo einer.
Mein Gott, da hinten ist irgendeiner War Machine. Let's go! Den Fight wollte ich doch haben. Wenn wir jetzt gleich noch einen Dr. Doom kriegen, dann haben wir es geschafft in dieser Runde. Kann sogar fliegen. Er ist auch Iron Man. Aber er ist außerhalb der Zone. Was macht er denn da? Ich helfe euch mal kurz. Das hier ist für euch. Boom! Was willst du tun, hä? Guck dir das mal an. Das kennst du noch gar nicht. Zwei weitere weniger. Schon wieder irgendeiner gestorben. Es ist ein 1 gegen 1. Und ich glaube, der letzte ist nicht der andere Iron Man. Ist der gestorben? Was? No way. Wo ist denn der hingeflogen? Ich glaube, der hat richtig Angst vor mir bekommen. Der wollte meine Sachen nicht klauen, weil er gesehen hat, ich bin der Original Iron Man. Jetzt seid ihr dran, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gern kostenlos ein Like und ein Abo dalassen. Creator Code Wannabe im Item Shop benutzen, falls ihr euch irgendwas Geiles kauft. Unter anderem den neuen Iron Man. Wir versuchen jetzt mal den epischen Sieg hier noch zu holen. Wobei ich keine Ahnung habe, wo der letzte Gegner ist. Wir brauchen jetzt einen coolen Kill. Da ist der letzte. Wie weit geht dieser Unibeam eigentlich? Geht der so weit? Ja. Komm, Heldenpose nach unten. Sturzflug auf ihn drauf. Er weicht nicht mehr aus. Und let's go. So muss das Ganze laufen. Freunde, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.